Mein Wille jetzt ein ruhiges und ruhiges sind zu weit weg hinter der Glasscheibe. Die Nahe sagt ein Leben zu weit weg. Dann ding immer noch alle, es wird wohl so kommen müssen. Ich glaub, du hast es so wollen. Als das noch angefangen hat, ist alles 68. Und jetzt war es immer mitgelaufen, für den Frieden und für die Freiheit. Und Blairtal, Bürger, lasst das Klopfen sein, kommt herunter, reiht euch ein. Und du warst immer ein bisschen weiter wie mir, immer ein Dreh weiter, immer ein bisschen ruhiger und auch immer ein bisschen ehrlicher, wie wir heute genannt haben. Wir haben sie ja erzogen, mein Willi. Und du hast mir damals schon gesagt, Freiheit, Wecker, das war's, keine Angst haben vor nichts und niemand. Aber seien wir ehrlich, hängen aus, viel haben wir schon gehabt, Digga, die ganzen Gläsen, die sind so mitgelaufen, sind wir seit aufgedeckt, die ganzen Sonntagnachmittags, Revoluzzer, daheim die Freundin fotzen, wenn sie einen anderen anschaut, aber währenddessen über die bürgerliche Moral herziehen. Ja, die gleichen Willi, die wo jetzt schon ganz brav als Mai halten, weil sie ja sonst nass reingeht. Und du hast mir damals schon lang gesagt, das hält nicht lang, da ist zu viel Mode dabei. Wenn schon die Schikaria ihren Porsche gegen ein 2CV umtauscht, dann muss irgendwas faul sein an der großen Revolution. Der Mitlaufer ohne Dinger, das kann nicht gut sein. Auch nicht für eine gute Sache. Ist dann am Sandy geschlungen. Und heim, und heim, und heim. Heim, heim werde begrungen. Und dann hast du plötzlich mit Schluck angefangen und ich glaube, ein bisschen aufgegeben hast du schon auch damals. Versteh dich, ist ja kein Wunder, wenn man bedenkt, was alles geworden ist aus den großen Kämpfern von damals. Und heute ging es schon mit 17 an die Rente. Aber trotzdem will ich. Trotzdem, man muss leider kämpfen, kämpfen bis zum Umfallen, auch wenn die ganze Welt einen Arsch offen hat oder vielleicht gerade deswegen. Irgendwann hast du angefangen, die echten Leute zum Suchen, die womit dauernd ja, der Lehrer sagt. Da hinten in den Kneipen am Viktualienmarkt und am Bahnhofseck. Ich hab dich gewarnt, wie die Echter sind die Schuhe, ich sag. Aber das sind Geschlagene, Tretene. Und wer dauernd getreten wird, der tritt irgendwann einmal. Das sind nichts auf dir. Mir tut doch keiner was. Ja? Siehst du es ja, du dummer Hund. Und da kann er was tun. Gestern haben sie wieder geschlagen. Und heim, und heim, und heim. Warum Sakrament, wie hast du gestern bloß auf dem Mond gewesen und auf dem Amazonas in einem Einbau? Irgendwo ganz allein auf dem Gipfel, drei Schritt vom Himmel weg, überall bloß mit ihrer unseligen Neige auf dem. Ich habe in aller Früh noch zu dir gesagt, komm, fahr mal raus, das Wetter ist so schön, es ist so glasig, die Luft ist, die Berge sind so nah, die Luft ist so schön, schwänz mal einfach, aber baut mir damals in der Herren schön, weißt du das noch, ein Schlafsack und die ganze Welt in der Tasche. Nein, du hast schon wieder einen Sitzen gehabt in aller Früh und am Abend hast du dann wieder mal zeigen müssen, dass du doch noch einer bist. Und am Anfang war das nur ganz möglich. Und natürlich haben wir den alten Schmarrn wieder aufgewärmt, wieder umeinander geschritten, wer eigentlich damals mit dem Lehrer Rufer seiner Frau kursiert hat, ich verstehe es mal. Sentimental zu machen. Richtig schön. Ist dieser Depp an unserem Tisch gekommen ist. Mit seinem Dreikantschlüsselkopf. Klein, schwammig. Und dann hat er uns gefragt, ob wir beim Bund gewesen wären. Das sind wir dann immer so. Hat es schon gedient? Naja, das haben wir ganz lustig vor. Dass er so froh wäre, dass es wieder Ordnung kommt, wie die rote Staatssoße und die Jugend, die Würde auch wieder vernünftig. Und in Bayern, da wissen sie eh schon lang, wo es lang geht, politisch. Und Willi, ich schaue zu dir rüber und ich weiß ganz genau, geht's heute du nicht lang aus. Und plötzlich am Hintertisch, kommt eine Summe. Die anderen, die Summe. So was von aus Wesley. Und plötzlich springst du auf und blärst Holz, nein! Faschist!
knisterte. Die Luft war wie ein Gewand zum Flüstern. Da hätten wir noch gehen können, da hätten wir noch raus können aus dem ganzen Schamassel, wenn ich dran denke, wie mein Gott, das war doch bloß Gander. Aber nein, du hast natürlich bleiben müssen, dann geht's an die Hintertisch los. Ja, geh doch rüber in die Sowjetunion, Kommunist. Haben wir damals dauernd gehört, wenn man irgendwie den Mund aufmacht, dann geh doch rüber. Ich sag zu dir, komm Willi, lass steh, die alten Deppen wie im Schottens, die nix sagst, alle Schottens, die alten und die jungen Deppen. Und dann steht einer auf, ein ganzer Junge, steht auf am Hintertisch und packt sein Glas. Geh zu dir, Willi, die letzte Möglichkeit, lass uns gehen. Wir müssen nach Hause gehen, sagt keinen Sinn, nix sagst. Freiheit, Wecker, Freiheit ist was vor Angst, haben vor nix und Hermanns. Dann geht er auf dich zu und du gehst auf ihn zu und dann haut er sein Glas lang, Tische Kopf und dann haut er